im Alleingang das Klima oder gleich die ganze Welt zu retten, zerstört das Deutschland? Wie muss also die Basis oder die eine andere Partei gute Politik machen, auch zum Thema Klima? Wer alles ist unser Nächster, den wir lieben sollen wie uns selbst? Bevor ich darauf gleich eingehe, kurz der Hinweis, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, wie immer schneller drehen, Wiedergabegeschwindigkeit, weil ich ja so langsam rede. Zweiter Hinweis, natürlich sind auch bei uns ganz viele Sendungen sind überall ja privat geschaltet, weil wir alle ja das Problem haben, dass wir alle von Löschung der Sender durch YouTube bedroht sind. Aber wenn Sie bei uns ausgehen von der Homepage nextscientistsforfuture.de, jedem Klick folgen, alles anklicken, finden Sie immer noch ein ganzes Studium all der neuen, das ist ja ein gesamter Studiengang, echte Weltspitze der echten Naturwissenschaften sozusagen. Und diesen ganzen Studiengang, da haben Sie immer noch Massen an Material, das Sie monatelang studieren können, bevor es ausgeht. Ja, legen wir los. Erstmal die Situation. Ja, wie sieht die Sachlage aus? Wer will uns dazu bringen, dass wir, dass Deutschland im Alleingang im Prinzip die Welt rettet oder das Klima rettet? Wir haben hier also, hier haben wir ja, machen wir es hier hin. Hier siedeln wir die Sozialsparten an in der Gesellschaft. Arbeitsamt, Mitarbeiter, Sozialberufler und NGOs. Die Sozialsparten sind sozusagen die Sozialberufler der Welt. Die kriegen nicht wie die Arbeitsamtmitarbeiter ihr Gehalt durch eine Festanstellung beim Arbeitsamt, sondern die kriegen ihr Geld über Spenden. Und da beziehen sie ihre Gehälter, also die Geschäftsführer der NGOs. Und die NGOs, da geht es also quasi darum, und möglicherweise gehört auch Fridays for Future dazu, die Luisa Neubauer war wohl bei Anne Will gerade wieder in der Talkshow, ja. Vielleicht geht es darum, also diese NGOs versuchen quasi an ihre Spendengelder ranzukommen. Die wollen also sich aus dem großen Kuchen, also aus ihrem Geldbeutel, auch wieder ein möglichst großes Stück herausbeißen. Und zwar, weil der im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus eigentlich NGOs nur dann groß werden, wenn sie eigentlich auch wieder nur profitsüchtige und profitorientierte Organisationen sind, also wenn sie eigentlich immer, wenn es immer nur um das kapitalistische Kohlemachen auf Kosten der Menschen geht, dann werden solche NGOs groß und bekannt, weil sie dann auch werben können für sich selber und so weiter, so dass immer der Verdacht besteht, ist eine NGO groß und bekannt, vielleicht ist es dann auch nur ein kapitalistisches Geschäftsmodell, sie, liebe Wählerinnen, abzuzocken, indem man ihnen sie also quasi zur Spendenbereitschaft bringt und dann von ihrem Geld lebt, sozusagen als Sozialparasit von ihrem Geld lebt im Prinzip. Ja, und diese NGOs, die vielleicht die gefährlichsten Sparten der ganzen Gesellschaft, die sagen ihnen jetzt, sie sollen sich opfern und Gelder opfern und spenden, um Menschen in aller Welt zu helfen. Und die vor den Folgen der Klimaänderungen zu schützen. Und sie sollen die
überall in der Welt Leute vor dem Hungertod schützen. Sie sollen, sie sollen, sie sollen, sie sollen. Ja, sie sollen spenden ohne Ende. Ja. Also, nochmal zurück zu dieser Frage hier. Wer alles ist unser Nächster, den wir lieben sollen wie uns selbst? Jetzt stellen wir uns mal vor, gehen wir mal auf dieses Bild hier. Ich gucke gerade, welche Bilder geeignet sind. Gehen wir doch mal hier hin. Ja, ich gucke mal durch. Was haben wir denn alles an Bildern? Na, also gehen wir mal näher durch. Dann nehmen wir das hier. Stellen Sie sich vor, das wäre die Erde. Wir benutzen ja die Bilder immer für verschiedene Zwecke. Das wäre die Erde mit ihrer Bevölkerung. Und das wären, jetzt nehmen wir mal an, in der Galaxie, in unserer Milchstraße gäbe es zufällig auch bewohnte andere Planeten in anderen Sonnensystemen innerhalb unserer Milchstraße, ja? Und man hätte die jetzt entdeckt und so weiter. Und jetzt gibt's hier NGOs auf der Erde, die sagen, ja, Leute, spendet, da leiden sie Not, im Universum, da, im Universum, da, im Universum, da, im Universum, da, im Universum, spendet. Ja, überall leiden sie Not, da leiden sie Hunger, da haben sie das, da haben sie ein Klimaproblem auf dem Planeten und so weiter. Spendet. Auch damit wir unsere Gehälter bezahlt bekommen und wir gut leben können durch euer Spendengeld sozusagen, ja. Und was passiert dann mit den Leuten, die spenden? Die spenden also quasi ihre Energie nicht hinein in ihre Kinder, Enkel und Urenkel, ihre Familie, ihre Umfelder und so weiter, sondern sie spenden im Prinzip, machen sie sich selbst ärmer, und machen die anderen hier reicher, die anderen Planeten in unserer Milchstraße, die anderen bewohnten Planeten reicher. So, und was passiert jetzt? Dadurch sinken die Fortpflanzungschancen der ärmer gewordenen Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreiche Kinder hinterlassen und so weiter, schrumpft. Die spenden für die anderen Teile des Universums, werden immer weniger, sterben aus. Und die, die nicht spenden, hier haben wir zum Beispiel hier zwei Leute, die spenden gar nicht für die anderen Planeten des Universums sozusagen. Und die setzen viele Kinder in die Welt, können die finanziell gut unterstützen, denen eine gute Bildung und so weiter, die in jeder Hinsicht unterstützen. Deren Kinder, deren Aussackungen in die Zukunft sind dann auch morgen noch da, sind also in 100 Jahren, hinterlassen die viele Nachkommen. Und hier haben wir zwei, die spenden wie verrückt, die spenden haben ganz großes Mitleid hier mit den ganzen anderen Planeten des Universums. Und spenden alles und so weiter. Und gerade diese Spender werden praktisch keine Nachkommen hinterlassen. In 100 Jahren sind die ausgestorben, 200 Jahren, weil sie quasi alle ihre Lebensenergie weggegeben haben und verschenkt haben und selber ihren Kindern, wenn sie überhaupt noch irgendwelche sich Kinder leisten konnten, konnten sie ihnen nichts bieten und diese aus den Kindern wird nichts, die können nicht entsprechend gefördert werden und so weiter. Und letztendlich sterben die Spender aus und die Nichtspender bleiben übrig. Und ja, und das ist der normale Evolutionsverlauf. Während, denken wir uns jetzt einmal, vor 400.000 Jahren, ja, unsere Urgroßmutter, Mütter und Väter lebten in einer Kommune, in einer Gemeinschaft, weil der Mensch ist kein einsamer, kaufsüchtiger Single, auch wenn er für den Kapitalismus das meiste Geld bringt,
sondern der Mensch ist eigentlich mal gewesen, und das könnten wir auch wiederherstellen, das sozialste Lebewesen der Erde, das sein größtes Glück erlebt in dem Miteinander, in dem sozialen Gefüge einer Gemeinschaft, ja, einer Kommune. Also wir sprechen ja da im positivsten Sinne von einem echten kommunistischen Gedanken sozusagen. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass also diese, ja, also wir gehen gerade nochmal zurück hierhin. Was bedeutet das also? Was ich eben geschildert habe, ist quasi, dass die NGOs quasi sich bereichern, die Geschäftsführer der NGOs viele Kinder ernähren können, in der Zukunft nicht aussterben, sondern viele Nachkommen hinterlassen. Gerade dadurch, dass sie die Leute unter moralischen Druck gesetzt haben, viel zu spenden, und die anderen sterben aus und die NGO-Mitarbeiter hinterlassen viele Kinder und sterben nicht aus. Also man kann sagen, das ist ein erfolgreicher Beutezug im Sinne von parasitären Memen. Also die NGOs senden ihre vorteilbringenden Irrtümer aus. Diese wirken in den Köpfen hier der Spendenopfer, nenne ich sie jetzt mal, die bereit sind zu spenden, wirken als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes. Diese verausgaben sich, um die anderen Planeten des Universums zu retten sozusagen. Und sterben aus. Und übrig bleiben die nicht spenden, und hier sind die NGO-Mitarbeiter, ja, die sterben nicht aus, weil die sich ja bereichert haben durch diese Gelder. Und die haben sich davon nicht manipulieren lassen, von den parasitären Memen, von den Killerviren des Geistes, und sterben auch nicht aus. Und aussterben tun die moralisch empfänglich waren und eben sozusagen sich ruiniert haben. Schluck Wasser. Also wir können das auch nochmal hier zeigen. So. Also. Hier sind die NGOs, hier wäre eine wahrheitsorientierte NGO, die wahrscheinlich nie zu irgendwas kommt, weil sie sagt, naja, eigentlich der Mensch sollte sich um seine Gruppe kümmern. Also ich zeige das nochmal hier. Also hier, das ist die Kommune. Dann wandern die Töchter ab, um Inzucht zu verhindern, ist das biologisches Programm. Die Töchter leben jetzt, wandern in diese Kommunen ab. Dort wachsen also die Enkelkinder auf. Wenn man dort hilft und dort hilfreich ist, dann unterstützt man seine eigenen Enkel und sei damit die Lebenssituation der eigenen Enkelkinder. Und wenn dann vielleicht noch ein Kreis weiter ist oder so, da wo die Urenkel dann auch noch aufwachsen und so weiter, und wenn man das Ganze unterstützt und dafür spendet und das alles als die Nächsten betrachtet, nämlich sein Umfeld, die eigene Kommune, die umliegenden Kommunen und die vielleicht noch ein, zwei Kreise weiterliegenden Kommunen. Und wenn man mit denen lebt und diese unterstützt und dabei auch mal bereit ist zu schenken oder zu spenden und zu geben und so weiter, dann unterstützt man im Prinzip immer irgendwo auch seine eigenen Enkelkinder, seine Urenkelkinder, das Umfeld der eigenen Urenkelkinder und so weiter. Und das mag bis zu einem gewissen Grade dann eben unschädlich sein, natürlich. Je konzentrierter allerdings die Ressourcen tatsächlich die eigenen Enkel und Urenkel und Urenkel erreichen und sozusagen und generell Verwandte erreichen, ja, desto mehr werden diese Art von Menschen mit diesen Genen sozusagen auch in Zukunft noch vorhanden sein. Aber wenn jetzt die NGOs sagen, hier, spende aber auch für alle außerhalb deines Umfeldes, deiner Nächsten und deiner Liebsten und so weiter, aus diesem Umkreisbereich, wo die Verwandten leben und so weiter,
wenn dann passiert wieder das Gleiche, nämlich genauso wie es zum Aussterben der Spendenwilligen führt, wenn sie für die anderen Planeten des Universums spenden, ist es so, dass die auch aussterben, wenn sie außerhalb des Nahbereiches ihrer Nächsten, im Wesentlichen ihrer Verwandten sozusagen, dann andere unterstützen, dann werden sie weniger Nachkommen haben und die anderen weit entfernt Lebenden in Afrika zum Beispiel werden mehr Nachkommen haben. Und damit stirbt dann diese Gruppe der Spendenwilligen tendenziell wieder aus, weil sie keinen Lebenserfolg haben können. Während diejenigen, die also sozusagen ihr Spenden darauf, zum Beispiel die zwei hier, ihr Spenden darauf konzentrieren, auf den Bereich ihrer Töchter und Enkelkinder, Urenkelkinder und Ururenkel und anderer Verwandter und so weiter und darauf ihre Spendenbereitschaft konzentrieren und sagen, das sind meine Nächsten und die liebe ich wie mich selbst, ja, dann bleiben ähnliche Menschen, die sehr ähnlich wie sie sind, und Verwandte sind ja nun mal sehr ähnlich genetisch, ja, bleiben auch in Zukunft erhalten. Also man könnte sagen, jetzt im Sinne, wenn jetzt jemand uns immer auffordert, für die Welt zu spenden, dann ist er also sozusagen ein Träger, ein Lobbyist wider Willen, also er ist ein Träger von vorteilbringenden Irrtümern im Kopf. Und er ist damit ein Lobbyist wider Willen und sendet selber vorteilbringende Irrtümer aus, die am Ende den NGOs nützen sozusagen, aber den Opfern der Kommunikation Schaden zufügen. Ja? Das heißt also, ich hoffe, dass jetzt ganz klar ist, es gibt ein zu viel. Ja? Also wenn ich gehe noch mal hier hin, ja, der wahrheitsorientierte NGOler, und jetzt kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irgendwann der erste NGOler, der sich irrt. Und der also sagt, ja nein, es ist menschlich und richtig, dass wir sozusagen für die anderen Planeten des Universums spenden oder für Gruppen auf der Welt spenden, für leidende Tiere und Menschen auf der Welt spenden, die nicht zum eigenen verwandten Nahkreis dieses Umfeldes der Nächsten gehören, sondern weit davon entfernt sind. Und derjenige, der das sagt und dann anbietet, ja, wir helfen euch, geben Sie das Geld uns und mit dem Geld helfen wir dann diesen anderen Gruppen, sei es auf anderen Planeten oder auf anderen Teilen der Welt, auf anderen Kontinenten und so weiter. Und derjenige, der hier als Manipulator, als NGO-Manipulator mit seinen vorteilbringenden Irrtümern auftritt, der wird hier wieder drei eigene Enkel, vier eigene Urenkel ernähren können und wird hier Nachfolger finden. An den Universitäten wird solche Denke gelehrt sozusagen. Ja, und das ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell im Rahmen des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, ja? Und ich hoffe, dass jetzt deutlich geworden ist, es gibt gerade am Beispiel des alle Planeten im Universum zu unterstützen, gibt es die Möglichkeit, dass Deutschland zum Beispiel, wenn es jetzt spendet für andere Planeten oder für andere Kontinente, dass es damit selber ausstirbt und selber kaputt geht und sich wirtschaftlich ruiniert und sozusagen, wenn es zu viel tut,
Es muss das Richtige tun. Und wir Next Scientists for Future.de haben ja mehrere Konzepte, wie man das Klimaproblem hätte vernünftig lösen können. Nämlich indem man taktisch so vorgeht, dass man letztendlich hier, wenn das Deutschland ist, oder hier ist ja eigentlich Deutschland, Nordeuropa, Deutschland, hier ist irgendwo Deutschland, da wäre Schweden und Finnland und so weiter, hier ist Deutschland irgendwo, ja, sagen wir, das wäre jetzt Deutschland auf der Weltkarte. Und wenn jetzt, wie gesagt, da unten zum Beispiel, wenn wir nach Afrika spenden würden sozusagen, dann geht Deutschland kaputt, ja, weil das einfach nicht die Nächsten sind, sondern eigentlich schon nicht mehr die Nächsten sind, sondern die Fernsten sind, ja. Und immer wenn ich den Fernsten helfe, dann ruiniere ich mich selber. Und wir hätten jetzt Strategien gemacht, dass wir sagen, okay, wenn das Klima wirklich ernsthaft ein Problem sein sollte, dann können wir das lösen, indem wir Deutschland durch unsere Reformen in ein Wirtschaftswunder verwandeln, dann aus dem Wirtschaftswunder heraus, aus den Geldern heraus tatsächlich den Vorreiter machen und dann dieses Wissen, wie man dieses Wirtschaftswunder erzeugt, den anderen Ländern wie USA zum Beispiel, nur dann, oder China hier und so, China irgendwo hier, nur dann geben, wenn sie auch den gleichen Prozentsatz der Gelder des Wirtschaftswunders wie Deutschland auch für Klimaschutz verwenden. Das heißt also, Deutschland würde keinen Alleingang machen, sondern alle anderen, die auch dieses Wirtschaftswunder haben wollen, und das würden dann alle haben wollen, die wären dann gebunden, sozusagen in einen weltweiten und zwar juristisch gültigen Klimavertrag einzusteigen und müssten alle den gleichen Prozentsatz der Gelder aufwenden und dann würden wir kooperieren weltweit, also alle würden gleich viel tun pro Kopf der Bevölkerung, alle würden gleich viel tun, um den CO2-Ausstoß Richtung Null zu bewegen, ja. Also, und dadurch hätten wir dann letztendlich eine weltweite Reduktion. Andere Möglichkeit wäre, die Professor Hans-Werner Sinn angeregt hat, inspiriert vom Nobelpreisträger William Nordhaus, der sozusagen einen weltweiten Emissionshandel, einen Club der Willigen. Ja, und da wäre es dann eben so, dass sozusagen aus unserer Sicht die ärmsten Länder der Welt beginnen müssten und sagen müssten, hier, wir fangen schon an, unter der Klimaveränderung zu leiden. Wir sind bereit, den gleichen Preis für alle Luftstoffe, Emissionsstoffe wie CO2, aber auch andere toxische Stoffe und so weiter. Wir sind bereit, die gleichen Preise zu zahlen wie alle anderen Staaten der Erde auch für Emissionen. Und dann wären dann auch die USA und China leicht dabei, weil die Wettbewerbssituation würde sich nicht verändern, wenn auch die armen Staaten der Erde den gleichen Preis zahlen würden. Und dann hätten wir eine kooperative Lösung und der könnten sich dann alle Staaten der Erde anschließen, weil kein Staat würde sich selbst ruinieren, um die anderen zu retten, ja, sozusagen. Und stattdessen, was Deutschland macht, Professor Sinn hat das ja auch richtig angesprochen, was Deutschland gerade macht, ist die ganz große Gefahr, dass Deutschland hier sich selbst ruiniert, um ganz schnell irgendwie die Luftstoffe zu reduzieren, ja. Und die anderen Staaten sagen, danke Deutschland. Vielleicht sagen dann die anderen Staaten, naja, danke Deutschland. Das heißt, ihr seid wirtschaftlich ruiniert und wenn wir munter weiterhin CO2 ausstoßen, dann werden wir wirtschaftlich stärker. Und Deutschland wird ruiniert, also ihr opfert euch für uns. Danke, dass ihr euch umbringt für uns.
Und wir werden umso reicher, weil wir weiterhin munter CO2 und so weiter ausstoßen und also billige Energie haben. Und dadurch überholen wir euch wirtschaftlich. Und Deutschland, ihr werdet ein bettelarmes Land und ihr geht kaputt wie das Römische Reich. Und wir alle anderen profitieren von der Dummheit Deutschlands. Das wäre das, was letztendlich da steht. Das heißt also, wenn man Klima oder die Welt oder irgendein Problem in der Welt retten will, den Hunger in der Welt irgendwie lösen will, dann sollte man nur die Next Scientists for Future vom Weltrat fragen, weil die dann die vernünftige Lösung haben. Wir können den Hunger in der Welt sofort beenden. Wir können es so machen, dass vielleicht in 30 Jahren es kein oder 50 Jahren es keinen einzigen hungernden Menschen mehr auf der Welt gibt. Aber das geht nur mit unseren Lösungen, nicht mit irgendwas anderem. Ja? Und ja, von daher, also, es gibt also, wir müssen uns klar sein, es gibt also ein zu viel. Man kann es also mit dem Liebe, ich liebe alle meine Nächsten, kann man es übertreiben. Das Liebe deinen Nächsten ist gedacht für das engere Umfeld, wo irgendwo verwandtes Leben ist, ja, irgendwo genetisch verwandte Kinder, Enkel, Urenkel, Ururenkel und umliegende Verwandte, Onkel, Neffen, Tanten, was weiß ich, alles, was genetisch verwandt ist, da ist dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst relativ unschädlich bezüglich des eigenen Fortpflanzungserfolges. Das heißt, man stirbt nicht aus. Während wenn man das übertreibt und das Liebe deinen Nächsten ausweitet auf andere Planeten, auf andere Säugetierarten, auf andere Lebensformen, auf anderes und so weiter, auf Fernste in anderen Kontinenten und so weiter und diese überall auch als Nächste betrachtet und für diese sich aufopfert und dann stirbt man selber aus und geht kaputt und das heißt, man muss genau gucken, wo liegt eigentlich die Grenze dessen, wo hört mein Nächster auf und wo beginnt der Fernste, ja? Und das muss man sorgfältig überlegen. Ja, und in diesem Sinne, sozusagen können wir zusammenfassen, im Alleingang das Klima und die Welt zu retten, könnte Deutschland völlig zerstören, weil die anderen eventuell dann einfach gar nicht mitziehen, sondern Deutschland sich ruiniert. Und die anderen profitieren, die anderen blühen auf und Deutschland geht kaputt und Deutschland ist ruiniert und wir alle leben in Elend und Not und Armut, ja, sozusagen. Also, und wir haben die Frage geklärt, wer alles ist unser Nächster, den wir lieben sollen wie uns selbst? Ja, ich denke, das reicht für heute und wie gesagt, der Hinweis noch einmal der Hinweis. Es gibt, Sie finden immer noch ein ganzes Studium, trotz aller privat gestellten Sachen überall, die überall jetzt privat gestellt worden sind und so weiter, können Sie, wenn Sie fleißig jedem Link folgen, können Sie immer noch ein gesamtes Studium echter Naturwissenschaft vom Menschen machen und finden immer noch genug Studienmaterialien. Ja, tschüssi, bis bald.